Sarah Natesch ist Ihnen allen wahrscheinlich bekannt als Frauenrechtlerin, als Rechtsanwältin, die schon seit Jahrzehnten sich einsetzt in Prozessen, aber auch mit Büchern, mit Artikeln und vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel auch heute mit diesem Vortrag, die sich einsetzt für Menschenrechte, für Freiheit und immer wieder gewandt hat gegen die Beeinträchtigung und Begrenzung oder Anfeindung dieser Grundwerte und dafür wiederum selber sehr oft bedroht wurde, ja sogar schwer verletzt worden ist und in Situationen gekommen ist, wo sie zeitweise ihren Beruf nicht ausüben konnte oder sich sogar weitestgehend von der Öffentlichkeit zurückziehen musste. Und für dieses Engagement, für diesen jahrzehntelangen Einsatz hat sie zwar sehr viele Auszeichnungen und Ehrungen erhalten, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Sie hat aber eben halt auch viele sehr schwierige Situationen bestehen und erleben müssen und hat nun ein Buch veröffentlicht, in dem sie nicht, wie in früheren Werken, bestimmte Umstände, bestimmte Zustände, vor allen Dingen in der islamischen Welt kritisiert, sondern positiv formuliert, was sie damals vielleicht zu dieser oder bestimmt auch zu dieser Kritik geführt hat. Und darüber freuen wir uns, dass sie damit heute wieder in der Urania ist. Wir freuen uns sehr auf ihr Plädoyer für Freiheit, Menschenrechte und für das Grundgesetz, auch wenn vielen von uns das vielleicht als Selbstverständlichkeit erscheint oder viele sicher auch ganz viel an der Bundesrepublik oder in der Bundesrepublik zu kritisieren haben, denke ich, ist es wichtig, auch so eine Stimme immer mal wieder zu hören, die ja diese Freiheiten, diese Grundwerte, diese Menschenrechte, die wir genießen können, auch positiv hervorhebt, wenn es auch natürlich vor dem speziellen Hintergrund ihrer persönlichen und beruflichen Geschichte ist. Herzlich willkommen, Sarah Natesch. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und Ihre Lesung. Vielen Dank. Also, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier in der Urania diese Lesung zu machen. Und das sind alles sehr aufregende Momente zurzeit. Das sind viele verschiedene Momente. Zum einen stehe ich hier vor Ihnen und habe nicht 3, 4 Polizeibeamte um mich herum. Das ist eine Situation, die durchaus nennenswert ist, denn ich habe in den letzten Jahren viele Situationen erlebt, wo das nicht möglich war. Und ja, ich darf auch verraten, dass ich alleine hierher gefahren bin. Auch das ist ein aufregender Zustand, also das, was ich kaum noch kenne, dass ich mich so frei bewege. Ich hoffe, das bleibt so. Was mich aber nicht, ja, vielen Dank, was mich nicht daran hindern wird, Themen anzusprechen, wo ich denke, dass es vielleicht doch den einen anderen reizen wird. Und Sie haben sicher gehört, dass der Hamid gerade in Ägypten Morddrohungen ausgesetzt ist, ein Mordaufruf gegen ihn ausgerufen wurde. Und da solidarisiere ich mich natürlich in Gedanken und im Herzen mit ihm. Und wir sehen, dass das natürlich noch lange nicht vorbei ist. Das ist so ein Aspekt, den ich mit Ihnen heute teilen möchte. Ein weiterer Aspekt ist, in dieser Woche ist etwas passiert, was auch aufregend ist für mich. Ich habe den ersten Gerichtstermin wahrgenommen. Ich arbeite wieder als Anwältin und das war ein Gerichtstermin in dem Gericht, in dem ich vor 7 Jahren angegriffen wurde von dem Ehemann einer Mandantin und nachher am Bahnhof meine Mandantin geprügelt wurde und der versucht hat, mich auch zu prügeln. Worauf ich dann nach 1,5 Jahren Hetze auch durch Medien und Morddrohungen meine Zulassung zurückgegeben habe. Und das sind jetzt exakt 7 Jahre. Das kann man sich kaum vorstellen. Also ich habe 7 Jahre lang es entbehrt, in meinem Beruf zu arbeiten. Und das tue ich gerade wieder. Und es ist genau in dieser Woche passiert. Es war der Termin. Der Termin war gestern um 11 Uhr. Also ich bin noch ganz beseelt von dieser Aufregung und es ist so, manchmal sind die Zufälle so komisch, dass man denkt, was ist das für ein Zufall? Auch an diesem Tag, also gestern,
gab es ein Ereignis, warum ich mein Auto nicht benutzen konnte, wie damals, und deshalb mit der U-Bahn gefahren bin. Denn N24 rief mich an und sagte, Frau Attisch, wir wollen Sie hören zum Thema Istanbul. Dürfen wir Sie kurz interviewen vor dem Gerichtstermin? Und wir holen Sie ab mit dem Taxi und bringen Sie dann auch zum Gerichtstermin. Und so stand mein Auto wieder da und ich nach dem Gerichtstermin ohne Auto da und dachte, oh Gott, jetzt muss ich wieder U-Bahn fahren. Das Trauma wiederholte sich. Nein, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Und es war ein familienrechtlicher Fall, aber wie Sie sehen, ist nichts Dramatisches passiert. Was mich dazu führte zu sagen, dass die Zeit vielleicht doch Wunden heilt. Ja, daran will ich weiterhin glauben. Und wie gesagt, ich war vor dem Gerichtstermin bei N24, um für die Nachrichten ein Statement abzugeben zum Thema Istanbul. Und in dieser Stunde, wie Sie wissen werden, oder wenn Sie das nicht wissen, will ich Ihnen das mitteilen, jetzt gerade während wir hier sitzen und sprechen, oder ich stehe und Sie sitzen, trifft sich Herr Erdogan mit 11 Vertretern der Gezipark-Initiative, und ich hoffe, dass dabei etwas Vernünftiges herauskommt. Und zu diesem Thema kommen wir sicherlich auch im Laufe des Abends, und ich werde gerne mit Ihnen, wenn Sie das auch so wollen, gerne auch genau über dieses Thema sprechen, denn unumgänglich werde ich in meinem Buch selbstverständlich genau darauf eingehen. Und jetzt beginne ich einfach und hoffe dann auch, dass ich nachher mit Ihnen ins Gespräch komme. Warum ich die türkische Staatsangehörigkeit aufgegeben habe? Ich habe mich entschlossen, damit zu beginnen, weil die doppelte Staatsangehörigkeit ja jetzt aktuell ein großes Thema ist und gerade die SPD, und in diese Partei bin ich wieder eingetreten, ich war ja mal ausgetreten, wird genau dieses Thema jetzt auch im Wahlkampf positiv benutzt und diskutiert. Ich sehe das inzwischen kritisch, aber nicht im Sinne, dass ich gänzlich dagegen bin. Nur habe ich davon Abstand genommen, es für mich zu behalten. Heimat, habe ich in Deutschland gelernt, ist für die Deutschen ein sehr emotional besetzter Begriff. Sie denken dabei an die Welt ihrer Kindheit, an den Apfelkuchen der Oma, den Geruch des Rapsfelds hinter dem Haus, an den Dialekt des Hausmeisters in der Grundschule. Auch an die Lorelei oder die Zugspitze und an rührselige Heimatfilme mit Lederhosen und Dirndlpersonal vor dem Hintergrund von sattgrünen Wiesen und dunklen Wäldern. Heimat, habe ich in Deutschland gelernt, ist ein sehr romantisierter Begriff. Im 19. Jahrhundert, in der Epoche der Romantik, erhielt er große Bedeutung und eine eigentliche Prägung, als zu Beginn der Industrialisierung viele Menschen ihre Herkunftsorte verlassen mussten, um Arbeit in den Städten zu finden. In der weiten Welt, wie die Migranten heutzutage, habe ich mir gedacht. Jeden Sommer werde ich von vielen Deutschen gefragt, ob ich dieses Jahr wieder in meine Heimat fahre. Dieser Satz steht am Anfang des Vorworts zu meinem Buch Der Multikulti-Irrtum aus dem Jahre 2007. Es klingt und wirkt komisch, wenn man sich selbst zitiert. Aber dieser Satz beinhaltet für mich so viel, dass ich nicht umhin komme, ihn an dieser Stelle erneut anzuführen. Übrigens, letzte Woche bin ich wieder gefragt worden, ob ich in meine Heimat fahre in diesem Sommer. Ich mache mir Gedanken über meine Heimat. Ich mache mir Gedanken darüber, was Heimat überhaupt ist, seit ich in Deutschland lebe und nicht mehr in der Türkei, wo ich geboren wurde. Also seit 1969. Fertig bin ich damit noch lange nicht. Im Herbst 2011 war ich mit einer Situation konfrontiert, die mich dazu zwang, mich noch intensiver als zuvor mit dem Thema zu beschäftigen. Das rein sachliche Ergebnis meiner Überlegungen war, dass ich die türkische Staatsangehörigkeit abgegeben habe. Ich besitze nun nur noch eine Staatsangehörigkeit, die deutsche. Am 15. Februar 2012 habe ich beim türkischen Konsulat in Berlin den Antrag gestellt, die türkische Staatsangehörigkeit zurückzugeben. Es war ein schwerer Gang. Kein Gang, den man so nebenbei macht, wie einen neuen Personalausweis oder Führerschein zu beantragen. Denn ich bin Türkin und Deutsche. Auf dem Papier dokumentiert wurde dies durch beide Staatsangehörigkeiten, durch zwei Pässe, zweier sehr unterschiedlicher Staaten. Meine transkulturelle Identität war somit rechtlich manifestiert. Ich war bislang der Ansicht, nur wenn ich beide Pässe besitze, bin ich vollständig und werde in meiner vollständigen Identität wahrgenommen. Als Türkin und als Deutsche. Ich hatte schon einmal meine türkische Staatsangehörigkeit abgegeben.
Als ich 1986 in Deutschland eingebürgert wurde, hatten es die deutschen Behörden verlangt. Als dann 1989 die Mauer fiel und ich jeden Tag vor lauter Freude über die Wiedervereinigung weinte, hörte ich erst ganz schwach, dann immer lauter, Deutschland den Deutschen. Das machte mir Angst. Ich fragte mich, wohin ich fliehen könnte, wenn die Wiedervereinigung für uns Türken zu einem Desaster werden würde. Wenn für die Türken in Deutschland bald kein Platz mehr sein würde. Ich beeilte mich, die türkische Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen und war erleichtert, als ich sie nach 2 Jahren zurückbekam. Ich gehörte seitdem zu den wenigen Türken und Türkinnen, die über eine doppelte Staatsangehörigkeit verfügten. Seit dem Inkrafttreten des reformierten deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes zum 1. Januar 2000 stellte es eine absolute Ausnahme dar, die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Die doppelte Staatsangehörigkeit ist in Deutschland mehrheitlich politisch nicht gewünscht. Und das ist ein Satz, den ich natürlich korrigieren muss. Der ist jetzt gerade in der Diskussion. Und da sehen Sie, wie schnell ein Buch oder ja, ein Text dann doch veralten kann. Wir wissen aber nicht, was in 1, 2 Jahren passiert. Vielleicht ist es dann wieder anders. Vorherrschend ist nach wie vor die Vorstellung, man könne nur einem Herrn dienen. Diese Vorstellung herrscht ja noch vor. Gegenteilige Auffassungen finden im Parlament bislang keine Mehrheit und keine der politischen Parteien macht sich zurzeit wirklich stark für eine doppelte Staatsangehörigkeit. Das hat sich, wie gesagt, verändert. Ich gab also freiwillig einen Status auf, den ich bislang als ausgesprochenes Privileg empfunden und für den ich mich vehement eingesetzt hatte. Meine Motive waren ganz sicher nicht türkeifeindlich. Sie sind auch nicht islamfeindlich. Dennoch haben sie natürlich unter anderem mit der politischen Lage in der Türkei zu tun. Vor allem mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in den letzten Jahren und der sie begleitenden zunehmenden Islamisierung der gesamten türkischen Gesellschaft. Als Anwältin und Autorin besorgt mich jede Einschränkung von Menschenrechten und Freiheitsrechten. Als säkulare Muslimin besorgt mich der zunehmende Einfluss von Religion auf Politik. Die Meinungs- und Pressefreiheit gehört weltweit zu den am stärksten bekämpften Rechten, und zwar durch Regierungen, die fürchten müssen, ihre Autorität und Macht zu verlieren, wenn in ihrem Land zu viel Kritisches über sie gedacht, gesprochen und geschrieben wird. So verhält es sich auch in der Türkei. Nach einem internationalen Ranking der Reporter ohne Grenzen über die Pressefreiheit rutschte die Türkei 2011 um 10 Plätze auf Platz 148 von insgesamt 178 Ländern. Kein Wunder, bei den Massenverhaftungen von Journalisten, durch die sich die aktuelle türkische Regierung Autorität zu verschaffen sucht. Ich weiß nicht, ob Sie aktuell heute auch Bilder gesehen haben von den Verhaftungen der Anwälte, der Rechtsanwälte, wie sie an ihren Roben gezogen und aus dem Gerichtssaal rausgezogen werden. Laut dem Wochenmagazin Der Spiegel vom 17. September 2012 stehen in der Türkei aktuell 22.072 Publikationen auf dem Index, unter anderem wegen Beleidigung staatlicher Symbole oder Propaganda für eine terroristische Organisation, womit zum Beispiel die kurdische Arbeiterpartei PKK oder die nationalistische mutmaßliche Untergrundorganisation Ergenekon gemeint ist. Und genau zu dieser Argumentation neigt Herr Erdogan ja aktuell wieder. Es handelt sich um eine terroristische Organisation oder um terroristische Organisationen, die angeblich im Gezi-Park und am Taksim-Platz demonstrieren und auch den Anwälten wird terroristische Vereinigung vorgeworfen, was zur Folge haben wird, dass sie genau daraufhin angeklagt werden. Und wir werden meiner Ansicht nach bedauerlicherweise dann erfahren, zu wie vielen Jahren Haft sie nach Protesten gegen eine Zerstörung eines Parks im Ergebnis dann als Terroristen verurteilt werden. Also das ist zu befürchten. Man fühlt sich an die Türkei nach dem Militärputsch in den 80er Jahren erinnert, als es zum guten Ton gehörte, unliebsame liberale Journalisten und Autoren einzusperren. Selbstverständlich ist die Türkei nicht das einzige Land auf dieser Erde, wo so etwas passiert. Selbstverständlich gibt es Länder, in denen die Zustände sehr viel gravierender sind.
Aber die Türkei ist meine ursprüngliche Heimat, deren Staatsangehörigkeit ich besaß. Auslöser der Entscheidung, meinen türkischen Pass zurückzugeben, war für mich der geplante Besuch einer Konferenz muslimischer Frauen in Istanbul. Die in New York ansässige American Society for Muslim Advancement und deren Unterorganisation Women's Islamic Initiative in Spirituality and Equality hatten die Konferenz organisiert und mich eingeladen. Am 14. Oktober 2011 wollte ich mit zwei Personenschützern vom Landeskriminalamt nach Istanbul fliegen. Und am 18. Oktober sollte es zurück nach Berlin gehen. Nach Erscheinen meines letzten Buches »Der Islam braucht eine sexuelle Revolution« von 2009 und nachdem einige türkische Zeitungen ein Interview veröffentlicht hatten, das ich dem Spiegel gegeben hatte, erhielt ich auf Türkisch verfasste Morddrohungen, die derart besorgniserregend waren, dass mir der deutsche Staat dankenswerterweise Personenschutz gewährte und mich bis heute bei einigen Veranstaltungen nicht allein lässt. Ich hatte aufgrund der Morddrohungen im Herbst 2009 entschieden, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um meine Familie nicht zu gefährden. Und das habe ich tatsächlich getan. Ich habe dann 2009 eine Beschäftigung angefangen als Verwalterin einer Hausverwaltung, also als Leiterin einer Hausverwaltung und habe mich komplett zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, wie Sie das ja wissen werden. Wenn man ein Kind hat, hat man nicht mehr das Recht auf seinen eigenen Tod. Nur noch das Recht und auch die Pflicht auf sein eigenes Leben. Ich habe damals sämtliche Lesungen abgesagt und mich beruflich umorientiert, um aus der Schusslinie zu verschwinden. Mit den Drohungen hatten diese Leute, die mir alle anonym per E-Mail schrieben, ihr Ziel erreicht und mich zum Schweigen gebracht. Glücklicherweise lebe ich in einem Land, in dem ich beschützt werde, wenn ich wegen meiner Meinungsäußerungen und Buchveröffentlichungen bedroht werde. Ich lebe in dem Luxus der Freiheit, wegen meines freien Geistes nicht vom Staat verfolgt zu werden. Ich durfte sagen, dass ich Herrn Wolf zwar als meinen Bundespräsidenten akzeptiere, mich aber dennoch freue, wenn seine Amtszeit endlich vorbei sei. Sicher haben die Medien hier und dort übertrieben. Wie schön aber, dass wir ihn für seine Verfehlungen kritisieren durften, ohne Gefahr zu laufen, als Staatsfeinde eingesperrt zu werden. Wie schön, dass wir uns darüber freuen durften, dass er zurückgetreten ist und wir einen neuen Bundespräsidenten bekommen haben, mit dem mich sehr viel mehr verbindet, als mit dem Glamour-Paar, das einigen Schaden angerichtet hat. Natürlich weiß ich, dass es auch in Deutschland eine gewisse Form von Zensur gibt und die Medien eine gefährliche, zu große Macht haben können. Wer tief genug gräbt, findet auch hier ein kleines Körnchen und zuweilen sogar große Körner im Getriebe der Meinungs- und Pressefreiheit. Die Zeit aber seit der Spiegel-Affäre vor 50 Jahren zeigt, dass sich in diesem Land einiges getan hat. Bei uns werden zurzeit nicht Dokumentationen über Pinguine gezeigt, während auf dem Kudamm am Breitscheidplatz oder in Kreuzberg Ausschreitungen stattfinden, die unser Land bewegen. Und das ist ja passiert in der Türkei. Was sind die kleinen Störungen in Deutschland im Vergleich zu den riesigen Steinschlägen, die Menschen in anderen Ländern aushalten müssen? Es hat schon etwas zu bedeuten, wenn mir auf Türkisch geschrieben wird, dass ich bald eine Kugel im Kopf haben werde. Diese türkischen Männer und Frauen lesen selbstverständlich keine Bücher, schon gar nicht meine. Sie meinen aber zu wissen, dass ich eine Feindin der Türkei und des Islam bin. Das ist das Bild, das türkische Medien und Vertreter islamischer Verbände, die in der Regel meine Bücher auch nicht gelesen haben, von mir verbreiten. So kam es zu dem Personenschutz, so kam es, dass ich im Oktober 2011 nicht ohne Schutz zu der Konferenz nach Istanbul fahren wollte, wo ich vorhatte, über den Islam und Sexualität zu sprechen. Ich wäre eine von 200 muslimischen Frauen aller politischer und sonstiger Couleur gewesen, die aus 55 Ländern zusammenkamen, um sich über den Islam im Allgemeinen und die Rolle der Frauen im Islam im Besonderen auszutauschen. Eine Veranstaltung, die weltweit einmalig ist und besondere Begegnungen ermöglicht. 2009 zum Beispiel, als die Konferenz in Kuala Lumpur stattfand, habe ich die Iranerin Mahbubeh Abbas Golizadeh kennengelernt, die ich später für den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit vorgeschlagen habe. Sie hat ihn 2010 dann erhalten, was für mich eine wunderbare Ehrung für ihre langjährige harte Menschenrechtsarbeit war. Sie lebt nicht mehr im Iran.
Sie ist dort verurteilt worden und wird verfolgt. Sie würde im Gefängnis landen, wenn sie wieder einreisen würde. Ich bin nicht nach Istanbul geflogen. Warum? Weil mir meine doppelte Staatsangehörigkeit zum Verhängnis wurde. Weil ich nicht ohne Schutz des Berliner LKA zu dieser Konferenz in die Türkei fliegen wollte. Die Türken sagten, dass ich eine türkische Staatsangehörige sei. Und für die türkischen Staatsangehörigen sind in der Türkei die Türken zuständig. Diese Auskunft erhielt das LKA aber nicht unmittelbar, nachdem es Wochen vorher im Voraus die Erlaubnis für eine Reise, Einreise mit Waffen beantragt hatte. Nein, die türkischen Behörden ließen die deutschen Beamten bis zuletzt im Glauben, alles ging in Ordnung. Einen Tag vor der Abreise informierten sie dann das LKA, dass die deutschen Personenschützer nicht die Erlaubnis erhielten, mit Waffen in die Türkei einzureisen. Mich unbewaffnet zu begleiten, hielt das LKA nachvollziehbarerweise für unsinnig. Die Türken boten aber stattdessen nicht an, mir Personenschutz zur Verfügung zu stellen. Wenn ich nur die deutsche Staatsangehörigkeit besessen hätte, hätte ich nach Istanbul fliegen können, weil die LKA-Beamten mich dann höchstwahrscheinlich mit Waffen hätten begleiten dürfen. In der Türkei ist es nicht üblich, dass eine einfache Anwältin, eine einfache Autorin beschützt wird. Schließlich bin ich ja nur eine Privatperson und keine Politikerin, keine Trägerin eines öffentlichen Amtes. In Deutschland erhalte ich Schutz für meine politischen Äußerungen, ohne eine bezahlte Politikerin zu sein. Das ist der Luxus an Freiheit, den ich meine. In Deutschland kann man für seine Arbeit als Freigeist vom Staat geschützt werden. In der Türkei stößt das auf Unverständnis. Solche Leute steckt man eher ins Gefängnis. Undenkbar, ihnen auch noch auf Staatskosten Schutz zu gewähren. Ich möchte Sie daran erinnern, dass auch Hrant Dink mehrfach bedroht wurde und Hrant Dink von der Polizei Schutz gefordert hat, ihn aber nicht bekommen hat. Erst nach seiner Ermordung wurde Polizeischutz für die Familie angeboten und erst nach seiner Ermordung und ja, vielen Ereignissen und den Protesten auf der Straße hat zum Beispiel auch die Anwältin, die die Familie vertritt, das Angebot bekommen, Personenschutz zu bekommen von der Polizei. Als ehemalige Hausbesetzerin und Anti-Atomkraft-Demonstrantin weiß ich sehr wohl, dass auch der deutsche Staat mitunter unverhältnismäßig handelt und man ihm nicht uneingeschränkt vertrauen darf. Die NSU-Morde und der Polizeieinsatz bei den Auseinandersetzungen um den Stuttgarter Bahnhof sind auch kein Ruhmesblatt für unsere Demokratie. Dennoch, aus der Sicht eines Landes wie der Türkei sieht alles anders aus. Dort fehlt es selbst an den zentralen Fundamenten einer Demokratie. Es war also klar, dass wenn mir in der Türkei etwas zustoßen würde, ich von der deutschen Botschaft keine Hilfe erwarten könnte, solange ich eine doppelte Staatsangehörigkeit besaß. Dieser Gedanke machte mir Angst. Ich hörte dann auch von einigen Fällen, in denen Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit in der Türkei die deutsche Botschaft um Hilfe baten, die aber abgelehnt wurde. Die deutsche Botschaft war nicht befugt zu helfen, weil es ja türkische Staatsangehörige waren, die sich in ihrem eigenen Land befanden. Unter solchen Umständen, nämlich bei derart verschiedenen politischen und damit einhergehend rechtlichen Systemen, wie in Deutschland und der Türkei, halte ich eine doppelte Staatsangehörigkeit inzwischen für sehr problematisch, vor allem für Freigeister wie mich. Das ist der erste Punkt und erste Aspekt, über den ich heute vortragen wollte, weil er eben auch aktuell diskutiert wird. Meiner Ansicht nach wird nicht genug darüber aufgeklärt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit gerade in einer Situation, in der eben die rechtlichen Situationen so sehr unterschiedlich sind und die politische Lage, dass man nicht unbedingt das als ausschließlich Segen betrachten kann, dass man die doppelte Staatsangehörigkeit besitzt. Ich finde es richtig, mehrere Staatsangehörigkeiten zu besitzen. Es wäre schön, wenn wir viele, viele und noch viel mehr Pässe besitzen. Man kann gar nicht genug Staatsangehörigkeiten im Grunde haben, das haben schon viele kluge Köpfe vor mir gesagt, ja. Und am besten wäre es, wenn wir das ganz aufheben könnten. Aber das schaffen wir erst dann, wenn wir den schönen Weltfrieden haben, wenn wir den gleichen Lebensstandard haben, den gleichen Lebensstandard und politischen Standard auf der ganzen Welt haben. Und deshalb meine Kritik in der öffentlichen Debatte um doppelte Staatsangehörigkeit
wird nicht vorgetragen, dass es durchaus viele türkische Staatsangehörige gibt, die durch die doppelte Staatsangehörigkeit eher Nachteile erfahren haben. Und ohne diese Aufklärung finde ich eben die Debatte und auch den Einsatz für die doppelte Staatsangehörigkeit nicht richtig. Was wäre dann im Ergebnis zu tun, wenn die doppelte Staatsangehörigkeit mit der Türkei ausgehandelt wird? Müsste es zusätzlich entsprechende Abkommen geben, dass die deutschen Behörden auch einschreiten dürfen, wenn einem, der die doppelte Staatsangehörigkeit besitzt, in der Türkei etwas passiert, wenn man in einen Konflikt gerät. Damit die Menschen, die die doppelte Staatsangehörigkeit besitzen, nicht plötzlich vor der Situation stehen und dann erst erleben, dass ihnen nicht geholfen wird, wie vielen Menschen das eben tatsächlich passiert ist, während sie in der Türkei waren und zur Botschaft gegangen sind. Insofern finde ich den Einsatz, den politischen Einsatz, nicht richtig und nicht fair denjenigen gegenüber, die die ganze Zeit denken, wenn ich eine doppelte Staatsangehörigkeit besitze, ist das immer was Positives. Es ist immer etwas Gutes und Zusätzliches. Die politischen Zustände in der Türkei sind besorgniserregend. Leider berichten die westlichen Medien sehr zaghaft darüber, weil die Türkei unter den islamischen Ländern noch als das liberalste Land gilt. Man wagt nicht, die Türkei offen zu kritisieren. Stattdessen wird stoisch hingenommen, dass Herr Erdogan regelmäßig nach Deutschland kommt, um die Deutschen für ihre Integrationspolitik anzugreifen und ihnen zu unterstellen, man wolle die Türken in Deutschland assimilieren. Ja, das habe ich immer wieder auch geschrieben und das habe ich jetzt auch aktuell geschrieben, und diese Tage zeigen, wie aktuell tatsächlich die Situation in der Türkei ist, wie besorgniserregend die Situation sich weiterentwickelt. Und da will ich zu dem nächsten Thema kommen. Wie sehen Sie denn die Situation in unserem Land? Ja, habe ich doch eben gerade auch gesagt. Dass nee, in unserem Land, ich meine, ich habe sie vor einigen in Deutschland erlebt. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Deutschen oder die deutsche Politik das vernünftig handelt? Ich habe ja nur von diesen Grünköpfen hier, die ja so radikal sind, die mit unserer Gesellschaftsordnung überhaupt nicht anfangen können und wollen. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr kritisch. Man nimmt vieles auf die leichte Schulter. Sie meinen das Thema Integrationspolitik insgesamt, den Umgang mit Salafisten oder anderen Extremisten. Wie sollte das denn gelöst werden, das Problem, Ihrer Meinung nach? Da komme ich gleich in der Diskussion auf jeden Fall dazu. Also es ist nicht so, dass ich zu dem Thema nicht komme. Auch das Thema der doppelten Staatsangehörigkeit hat ja was damit zu tun. Im Ergebnis sage ich, wenn man sich für eine Staatsangehörigkeit entscheidet, dann entscheidet man sich ja für eine Staatsbürgerschaft, sollte man sich für eine Staatsbürgerschaft entscheiden. Und da wünsche ich mir, dass die Menschen sich nicht für einen Pass entscheiden, nur den sie dann bekommen, sondern dass sie sich für das Land entscheiden, in das sie eingebürgert werden. Und da stößt das ein bisschen an Ihre Frage heran, sind all die Menschen, die sich einbürgern lassen, tatsächlich in dem Bewusstsein, dass sie nun Staatsbürger auch dieses Landes sind, in das sie sich einbürgern lassen, nämlich Deutschland. Dass sie auch als Bürger dieses Landes wahrgenommen werden wollen. Und da sehe ich bei dem einen oder anderen und bei einigen tatsächlich, dass sie sagen, ich entscheide mich für dieses Land, für das politische System in diesem Land, für die Demokratie, für die Meinungsfreiheit, alles, dafür entscheide ich mich. Und dann gibt es eben welche, die sagen, ich entscheide mich für das soziale System, was es hier gibt. Und die anderen sagen, ich nehme die deutsche Staatsangehörigkeit an, damit, wenn ich dann hier, sagen wir, Sie sprechen vielleicht die Radikalen an, die Islamisten an, wenn ich dann hier aktiv bin, damit ich nicht ausgewiesen werden kann. Und die geben natürlich auch die ursprüngliche ab, die sind sehr klug. Ja? Die geben dann natürlich die ursprüngliche ab, die wollen gar nicht die doppelte Staatsangehörigkeit, das wäre ja viel zu gefährlich, weil sie wollen ja hier bleiben und unser Land verändern. Also ist es sehr klug, dann auch nur die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Insofern bin ich auch dafür, dann bei der Verleihung oder bei der Übergabe der deutschen Staatsangehörigkeit durchaus auch für Standards zu sorgen, zu sagen, wer Bürger dieses Landes werden will, den darf ich überprüfen, da darf ich abfragen. Nun, die Frage nach der Homosexualität des Sohnes muss jetzt nicht unbedingt damit beinhaltet sein, weil das am Ende eher
eher komisch wirkt, ja, weil man auch einen deutschen Vater oder eine deutsche Mutter schwer danach fragen kann oder beziehungsweise dann eine ehrliche Antwort bekommt. Und das dürfte weltweit eine schon sehr polemische Frage sein. Aber wir dürfen durchaus Strategien entwickeln, um herauszubekommen, ob diese Menschen tatsächlich in unsere Demokratie wollen, in unsere Verfassung wollen. Und deshalb habe ich dieses Buch ja auch geschrieben als ein Plädoyer für einen Verfassungspatriotismus, für das Erkennen auch dessen, was unser Land hier bietet, nämlich auch als Bindekraft zwischen denjenigen, die in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Da habe ich auch tatsächlich hier eine Passage dazu. Es stellt sich die Frage, was die Bindekräfte einer multikulturellen Gesellschaft, eines multikulturellen Landes sein können, wenn das herkömmliche Konzept der Nation verabschiedet werden muss. Der französische Denker Ernest Renan sagte es schon 1882 in seiner berühmten Rede »Was ist eine Nation?« in der Pariser Sorbonne: »Ein Volk bildet eine Nation nicht wegen einer gemeinsamen Rasse, Sprache oder Religion und auch nicht wegen der Geografie oder gleicher Interessen. Vielmehr sei das Fundament einer Nation geistiger Natur. Sie sei ein solidarischer Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsame Erinnerungen an die Vergangenheit besitzen, gemeinsame Erfahrungen in der Gegenwart machen und den Wunsch teilen, gegenwärtig und künftig zusammen zu leben.« Diese Bestimmung finde ich auch für eine multikulturelle Gesellschaft passend. Sie wäre geeignet, die Deutschen mit und ohne Migrationsgeschichte unter ein gemeinsames Dach zu bekommen. Nicht unter das Dach einer deutschen Nation, sondern unter das Dach eines deutschen Staates, unter dem sich alle in Deutschland lebenden Menschen als vollwertige Bürger fühlen könnten. Dazu muss man sich natürlich einverstanden erklären mit dem Grundkonzept unserer Verfassung und mit dem Grundkonzept der Menschenrechte, der allgemeinen Menschenrechte. Und damit auch mit der Frage nach Säkularität und nach der Einstellung zur Menschenwürde und dem Freiheitsbegriff. Beim Thema Freiheit tut sich eine große Kluft zwischen der westlichen und der islamischen Welt auf. Das ist ein zentrales Problem, das dem friedlichen Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft im Wege steht. Der Islam hat sich nicht säkularisiert. Der muslimische Freiheitsbegriff, wie die Definition der Menschenrechte insgesamt, sind dem Islam untergeordnet, beziehungsweise auf die islamische Rechtsordnung, die Scharia, bezogen. Ich mache mir Sorgen über die Islamisierung der Türkei und ich mache mir Sorgen über die Islamisierung sehr vieler Menschen in Deutschland. Und zwar in Richtung eines politischen Islams. Ich mache mir nicht Sorgen darum, dass Menschen religiös sind. Ich mache mir nicht Sorgen, dass sie an Gott glauben. Aber ich mache mir Sorgen, wenn sie an Gott glauben, gleichzeitig nicht an die Zivilgesellschaft glauben wollen und nicht sich an unsere allgemeine Erklärung der Menschenrechte halten wollen. Und das ist der Punkt. Am 5. August 1990 unterzeichneten 45 Außenminister der aus 57 Mitgliedern bestehenden Islamischen Konferenz die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam. Also Sie sehen, bereits der Name macht deutlich, dass die Erklärung keine Trennung von Religion und Politik vorsieht. Ihr Ziel ist offenkundig eine Abgrenzung von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die die Vereinten Nationen 1948 verkündet haben. Ein Vergleich von Artikel 1 macht bereits die prinzipielle Verschiedenheit deutlich. In der allgemeinen Menschenrechtserklärung heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Bürgerbrüderlichkeit begegnen. So wie unser Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dagegen lautet Artikel 1 der Kairoer Erklärung: Alle Menschen bilden eine Familie, deren Mitglieder durch die Unterwerfung unter Gott vereint sind und alle von Adam abstammen. Alle Menschen sind gleich an Würde, Pflichten und Verantwortung. Und das ohne Ansehen von Rasse, Hautfarbe, Sprache, Geschlecht, Religion, politischer Einstellung, sozialem Status oder anderen Gründen. Der wahrhafte Glaube ist die Garantie für das Erlangen solcher Würde auf dem Pfad zur menschlichen Vollkommenheit. Alle Menschen sind Untertanen Gottes
und er liebt die am meisten, die den übrigen Untertanen am meisten nützen. Und niemand ist den anderen überlegen, außer an Frömmigkeit oder guten Taten. Die Unterschiede sind eklatant. Abgesehen davon, dass die Kairoer Erklärung Gott als obersten Gesetzgeber ausweist und einen wahrhaften Glauben als Voraussetzung von Würde angibt, erkennt sie den Menschen keine Freiheit zu und Gleichheit nur in Würde und in ihren Pflichten, aber nicht in ihren Rechten. Das Wort Recht kommt da nicht vor, ist nicht vorgesehen. Entsprechend ist die Formulierung, wenn es um die Gleichberechtigung der Geschlechter geht. Die Frau ist dem Mann in Würde und Wertigkeit vor Gott gleich, aber nicht in ihren Rechten. Und so ist die gesamte Diskussion immer, wenn man mit Islamisten diskutiert, dann heißt es, wieso die Frauen sind gleichberechtigt und überhaupt. Der Islam, die Religion des Islam, war die erste Religion überhaupt, die den Frauen die Gleichberechtigung gebracht hat. Sehr irritierend, dass wir für Gleichberechtigung dann kämpfen, sehr irritierend, dass Frauen mit einem Schlitz vor dem Auge durch die Welt laufen müssen, ja, wenn der Islam doch so viel Gleichberechtigung gebracht hat. Aber sie meinen das wirklich ernst. Die Menschen sind vor Gott gleichwertig, ist die Aussage. Die Gleichwertigkeit bedeutet aber nicht die Gleichberechtigung im rechtlichen Sinne in der Gesellschaft. Konsequenterweise heißt es dann auch in Artikel 24 der Kairoer Erklärung, alle in dieser Erklärung festgelegten Rechte und Freiheiten sind der islamischen Scharia nachgeordnet. In der Scharia, dem religiösen Gesetz des Islam, finden sich die religiösen Begründungen für die Ungleichbehandlung und die Einschränkung der Freiheit. Das heißt, am Ende ist die Freiheit, die einem vorne zugesagt wird und vorne angedeutet wird, dann wieder entzogen, weil die Scharia Freiheitsrechte nicht vorsieht. Die Kairoer Erklärung, die den Freiheitsbegriff der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht teilt, dient den unterzeichnenden Staaten als Richtschnur für ihre nationale Politik und Gesetzgebung. Jede Versicherung seitens der islamischen Länder, sich an die allgemeinen Menschenrechte zu halten und beziehungsweise sagen sie immer wieder, es sind unsere kulturellen Werte, an denen wir uns orientieren bezüglich der Menschenrechte, sie müssen nicht identisch sein mit euren, nämlich den europäischen. Das sind alles Lippenbekenntnisse, leere Lippenbekenntnisse, wenn der Freiheitsbegriff der allgemeinen Menschenrechte abgelehnt und nicht allen Menschen, sprich Frauen und Männern, die gleichen Rechte, nicht nur Pflichten, zugebilligt werden. Die grundsätzlichen Unterschiede der beiden Menschenrechtsauffassungen resultieren daher, dass die islamische Tradition ein individuelles Selbstbestimmungsrecht nicht kennt. Und wenn Sie genau hinhören, dann hören Sie das bei den Demonstranten und Protestierenden dieser Tage am Taksimplatz und vom Gezi-Park. Die Menschen schreien nach selbstbestimmten Leben, nach Freiheit. Ohne Anerkennung eines solchen individuellen Selbstbestimmungsrechts lässt sich aber Freiheit nicht im Sinne der Freiheit des Andersdenkenden, lässt sich Freiheit nicht im Sinne einer zivilen Demokratie definieren. Und auch genau das hören wir dieser Tage. Die jungen Menschen wollen Freiheit im Sinne der allgemeinen Menschenrechte, nicht Freiheit diktiert durch einen islamistischen Apparat, durch eine Religion, die ihnen vorschreibt, wie sie ihr Leben zu leben haben. Wenn der Freiheitsbegriff, wie in der Kairoer Erklärung, von religiösen Vorstellungen abgeleitet wird, dann ist diese Freiheit eine Scheinfreiheit. Mit dem Primat der Religion kann es keine echte Freiheit geben. Freiheit und Demokratie. Der arabische Frühling, die aktuellen Ereignisse in Ägypten, wo eine korrupte Diktatur von einer islamischen Diktatur abgelöst wurde, beweisen einmal mehr, dass die islamischen Länder Angst vor der Freiheit haben. Sie haben Angst davor, dass das Volk frei seine Meinung sagen und für seine Belange eintreten könnte. Sie haben Angst davor, dass Frauen frei und selbstbestimmt ihr Leben führen können. Wenn eine patriarchalische Religion als Gesetzesgrundlage dienen soll, kann es keine freiheitliche Demokratie geben, in der alle Menschen gleich sind. Der Wunsch nach der Scharia zielt genau darauf ab, dass Religion gesetzt wird. Und der Wunsch nach der Scharia zeigt sich hier in Deutschland in einigen extremistischen Gruppierungen und der zeigt sich auch bei Herrn Erdogan, der davon träumt, ein Kalifat einzuführen, der von einem groß-osmanischen Reich träumt. In einem demokratischen Rechtsstaat kann beispielsweise die Ungleichberechtigung einer Frau gegenüber einem Mann gesetzlich geahndet und unterbunden werden.
Das wäre mit der Scharia als gesetzlicher Grundlage unmöglich, denn sie sieht eine absolute rechtliche Gleichbehandlung der Geschlechter nicht vor. Daher kann der Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung der Geschlechter in der muslimischen Welt nicht im Gericht geführt werden, sondern muss in den Moscheen, den islamischen Fakultäten und auf der Straße ausgetragen werden. Der arabische Frühling zeigt ein weiteres Mal, dass es den religiösen Führern ganz zentral um Abgrenzung vom Westen geht. Die Freiheit, die sie in der westlichen Welt wirksam sehen, erachten sie als zerstörerisch für den Glauben und die Gemeinschaft. Wir erleben das, auch das in diesen Tagen ganz stark, dass ein Mann wie Herr Erdogan, der sehr autoritär und sehr reaktionär regiert, der keine andere Meinung gelten lässt, der in diesen Tagen oder beziehungsweise gestern gesagt hat, wenn ihr meint, ich sei ein Betonkopf, dann ist das so und dieser Erdogan wird sich nicht verändern. Er sagt ganz klipp und klar, er bleibt wie er ist, er wird kein Stück von seinen Meinungen abrücken, dass er also keine andere Meinung, keine oppositionelle Meinung hinnimmt. Und in solch einer Situation befinden wir uns auch mit den Extremisten hier in Deutschland, um auf Ihre Frage da zurückzukommen. Also es ist für mich eine Herzensangelegenheit, Ihnen jetzt auch noch einen Satz mitzuteilen, der mich sehr bewegt hat, während ich das Buch geschrieben habe, warum ich mich tatsächlich dann auch für meine Heimat Deutschland als meine politische Heimat entschieden habe, aber nicht bedeutet, dass ich meine Heimat Türkei verrate. Die Türkei bleibt meine Heimat. Meine Identität, meine türkische Identität bleibt. Ich habe eine transkulturelle Identität. Aber im Vergleich, im politischen Vergleich, sehe ich, dass in der Türkei zurzeit eine Situation vorherrscht, was die Demokratie, die Freiheitsrechte anbelangt, was mich nicht so verbindet wie mit Deutschland. Ich bin zutiefst innerlich verbunden mit diesem Land, mit Deutschland, als Land, zu dem ich stehe. Dolf Sternberger weist darauf hin, dass der Patriotismus viel älter ist als die Nation und die gesamte nationalstaatliche Organisation Europas, also viel älter auch als der Nationalismus. Weil wenn wir um Heimat diskutieren und Integration, haben wir ja ganz viel auch mit nationalem Denken zu tun. Viele türkische Menschen denken sehr national, sie können sich nicht trennen von ihrer Nation. Und ich wünsche mir eine Diskussion, dass man von diesem Begriff wegkommt, hinkommt zum Patriotismus, den man auch für ein Land entwickelt, das man auch für ein Land entwickeln kann, in das man zugewandert, eingewandert, in dem man geboren wurde, mit einer Migrationsgeschichte. Belege dafür findet er bei verschiedenen Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts, die nach dem idealisierten Bild der altrömischen Republik Patriotismus mit bürgerlicher, republikanischer Freiheit und Verfassung verknüpften. Sternberger zitiert den deutschen Schriftsteller und Philosophen der Aufklärung Thomas Abt, einen Freund Moses Mendelssohns, der bereits 1761 eine staatsbürgerliche, nicht-nationalistische Haltung definierte, die dem Verfassungspatriotismus entspricht. Also Sie sehen, es kommt aus der Aufklärung und das ist etwas, was wir uns wünschen für auch die islamische Welt. Das Zitat, was mich sehr bewegt hat: Die Stimme des Vaterlandes kann nicht erschallen, wenn einmal die Luft der Freiheit entzogen ist. Und wenn mich die Geburt oder meine freie Entschließung mit einem Staat vereinigen, dessen heilsamen Gesetze ich mich unterwerfe, Gesetzen, die mir nicht mehr von meiner Freiheit entziehen, als zum Besten des ganzen Staates nötig ist, als dann nenne ich diesen Staat mein Vaterland. Wir müssen nun nicht mit dem Begriff Vaterland heutzutage arbeiten, aber es geht um die Verbundenheit zu einem Land. Und das bewegte mich zutiefst und das ist meine Motivation zu sagen, ich bin Verfassungspatriotin und ich stehe hinter den Gesetzen dieses Landes, weil die Gesetze dieses Landes nehmen mir von meiner Freiheit nicht mehr, als es sein muss, um diesen Staat als Verfassungsstaat, als demokratischen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten. Und wenn ich in meine Heimat Türkei blicke, sehe ich gerade, dass den Menschen auf der Straße so viel an Freiheit genommen wird, auch durch Gesetz, dass ihnen die Luft zum Atmen nicht mehr bleibt. Und das ist am Ende mein Wunsch und mein Plädoyer für den Verfassungspatriotismus zu sagen. Uns wird
so viel Luft und Freiheit gelassen zum Atmen, dass ich durchaus sagen kann, man kann dieses Land dafür lieben. Und da komme ich zum Untertitel des Buches und zum Abschluss meines Vortrages und zu Ihren Fragen. Warum will ich Deutschland lieben? Oder die Formulierung, weil, warum ich Deutschland lieben möchte, ist so formuliert, dass, weil es Menschen gibt, die nicht verstehen, dass ich Deutschland tatsächlich liebe oder überhaupt von Liebe spreche, wenn ich von einem Land rede. Nun komme ich aus dem Orient, aus der Türkei, nun komme ich aus einer orientalischen Kultur. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich über die Türkei spreche und sage, ich liebe die Türkei, hat keiner ein Problem oder die wenigsten. Gerade die Multikulturalisten, sie wünschen sich für mich ja auch, dass ich frei mein Land, meine Kultur liebe. Da ist es okay, aber wenn ich sage, ich liebe Deutschland, dann wird das schwierig. Ganz einfach, weil sie Schwierigkeiten, weil die Deutschen, die Urdeutschen Probleme damit haben, das so auszusprechen. Und da ist es mein Wunsch, Ihnen zu sagen, ich liebe dieses Land wirklich. So wie ich die Türkei liebe, liebe ich dieses Land. Es darf Emotionen geben für ein Land. Denn was könnte ich anderes tun, als Emotionen zu empfinden, Gefühle zu haben für ein Land, das mir so viel Freiheit gibt? Wenn ich auch in meinem ganzen Körper diese Freiheit spüre, warum darf ich das nicht Liebe nennen? Weil es mich verbindet zu einem Land. Und von daher ist es auch ein Wunsch, dass Sie was annehmen, dass sie sich erlauben, dieses Land zu leben, weil wir sehr dankbar sein können, in einem freien demokratischen Land zu leben, in einer Zivilgesellschaft, in der wir nicht mehr so geprügelt werden, wie es die Menschen in den 60er Jahren in Deutschland durchaus auch erlebt haben, geprügelt wurden in den 60er Jahren und den Aufstand erlebten und die sexuelle Revolution, deshalb ja auch mal ein Buch davor. Insofern kann ich Ihnen wirklich sagen, in meinen Identitäten bin ich die deutsche Sprache, die deutsche Musik höre, bin ich dem Land sehr verbunden. Und wenn ich gerade spüre, wie frei ich hier sein kann, dann durchkämmt mich ein Gefühl von Liebe. Vielen Dank.